Und dann sagen Sie ja auch, generell brauchen die Insekten einfach mehr Lebensraum. Was meinen Sie genau damit? Ja, der Lebensraum wird ja aktuell extrem beschnitten. Wir verlieren 80 Fußballfelder an Flächen jeden Tag. Und das geht den Insekten verloren. Mhm. Und wir müssen auch schauen, dass wir den Wert der Grundstücke auch nach seinem Umweltwert bemessen, mhm, und nicht nur den Wert eines Grundstückes sehen, der ökonomisch interessant ist. Mhm. Das heißt also, die Ökonomie frisst unsere Umwelt auf. Und Stichwort das ist das Problem. Landwirtschaft. Welche Rolle spielt denn da eigentlich die Landwirtschaft? Die Landwirtschaft spielt eine zentrale Rolle in diesem Zusammenhang. Mhm. Sie bewirtschaftet 11 Millionen Hektar an Fläche. Und die wird auf die Äcker, das sind die Äcker, die wir in Deutschland haben. Und wenn man diese Äcker bepflanzt und nicht mit Pflanzenschutzmitteln versorgt, mhm, wird man die ein oder andere geringe Ernte haben. Das ist ganz einfach so. Und damit haben wir auch dann, wenn die Felder gespritzt werden, diesen Kollateralschaden, dass alle Insekten, die sich in dem Moment auf dem Feld befinden, auch abgetötet sind. Es sei denn, wir kommen dazu, dass wir eine kleinteiligere Landwirtschaft haben, dass wir eine etwas ökologischere Sichtweise auf die Landwirtschaft haben, die uns aber auch Geld kostet, was wir dann auch bezahlen müssen. Wenn wir das machen würden, hätten wir viel gerettet. Jemand, der sich genau dafür interessiert, nämlich Insekten und Bienen bei uns im Land zu retten, ist Jochen Kanders aus Uedem. Der verpachtet an Blühpaten kleine Ackerflächen ab 25 Euro im Jahr. Und die werden dann zur richtig schönen Wildblumenwiese. So soll die Wildblumenwiese schon bald aussehen. Der perfekte Ort für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und viele andere Insekten. Insgesamt so groß wie anderthalb Fußballfelder. Doch noch ist es nur ein unbestellter Acker in Uedem. Vergangenes Jahr hat Jochen Kanders hier noch Mais angebaut. Jetzt bereitet er alles dafür vor, um eine Wildblumenmischung auszusäen. Wir Landwirte müssen unseren Beitrag auch leisten. Also wir können nicht immer von anderen Leuten verlangen. Ich rege mich ständig darüber auf, wenn ich durch die Neubaugebiete laufe oder fahre, spaziere oder fahre und dort die ganzen Schotterbeete sehe. Da denkt man immer, die Deutsche Bahn wird da das Gleisbett verlegen. Und ich finde es nicht gut, dass man von anderen Leuten was verlangt und wenn man selber nicht was getan hat. Insgesamt hat Jochen Kanders 85 Hektar Ackerfläche. Etwas über einen Hektar verpachtet er für das Projekt und nimmt so rund 2.500 Euro jährlich ein. Steckt hinter der Bienenweide also purer Idealismus oder doch auch wirtschaftliches Interesse? Mir liegt auch echt was an der Natur, weil ich ja auch da drin arbeite und mit der Natur arbeite. Allerdings ist es so, am Ende des Tages, ich muss auch meine Familie ernähren. Ich brauche das Geld, um meine Rechnung zu bezahlen. Und deswegen tausche ich hier eigentlich nur 1:1 aus. Bienenparadies statt Maisacker. 75 Paten haben sich schon eingekauft. Darunter auch Desiree Krause mit ihrer Pfadfindergruppe Die Elefanten aus Emmerich. Die Kinder haben einen Spendenlauf organisiert und so über 1.000 Euro für das Projekt gesammelt. Und dafür musste Desiree Krause nicht mal Überzeugungsarbeit leisten. Die haben dann auch selber schon gewusst, dass es den Bienen bei uns oder generell nicht so gut geht. Und die wussten selber, dass man irgendwas machen muss, damit sich da was ändert. Also die wussten auch, dass wir die Bienen brauchen. Also wir brauchten gar nicht viel erzählen, weil die selbst schon ziemlich viel Grundwissen hatten. Und so macht Jochen Kanders die Bienenweide nicht nur für die Insekten, sondern auch für Kinder, auch seine eigenen. Vor 3 Jahren übrigens zum ersten Mal. Also ich bin jedes Mal erstaunt, was da summt und brummt und was da kreucht und fleucht. Ja, das muss man wirklich mal erlebt haben. Ich habe es mit meiner Tochter immer so gemacht, wir laufen dann schon mal gerne am Wochenende, wenn wir unseren Spaziergang machen, dann zu diesen Bienenweiden hin und versuchen, die Insekten zu finden oder zu zählen, wie viele Bienen, wie viele Hummeln wir dann sehen. Und das ist auch ganz schön, dass man die Kinder dann an die Natur so ein bisschen wieder zurück dran bringen kann.